Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk. Ja, im letzten Part haben wir einiges erlebt. Der Part war auch recht lang. Wir sind in Kontakt mit Alt Cunningham getreten, haben zugeguckt, wie Brigitte und ein paar der Voodoo Boys von Netwatch zerstört, beseitigt, getötet wurden. Und haben jetzt einen Plan mit Alt. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt im Journal aussieht. Okay, das ist weg. Okay, wir haben jetzt nur noch die Hauptmission mit Takemura. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass wir tatsächlich erst den Kampf machen. Zum letzten Kampf, weil der ist hier quasi um die Ecke an der Achterbahn. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann können wir den halt auch gleich noch mitmachen. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ob wir das schaffen oder nicht, wie viele Anläufe ich brauche. Wir lassen uns mal überraschen. So, mich ärgert das immer noch, immer wenn wir herkommen. Es ärgert mich tierisch, dass ich diese Achterbahn-Nebenmission nicht habe. Aber okay, ist dann halt so. Ich habe es halt irgendwie irgendwann irgendwo mal verkackt. Aber shit happens. Nicht rumheulen. Ich werde es halt bestimmt auch irgendwann nochmal spielen, das Spiel mit einer anderen Ausgangssituation und dann vielleicht auch mich ein bisschen anders festlegen. Und vielleicht schaffe ich es dann, dass ich diese Mission machen kann und sie nicht zerstört wird. Okay, so, dann mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall in die Mall. Upsi. Falsche Taste gedrückt. Ich weiß nicht warum. Aber okay. Man sollte nicht so viel Switch zwischendrin spielen, dann ist man immer etwas durcheinander, was X und Kreis angeht bei der PlayStation. Aber nun gut. So, ich bin gespannt, wer da auf uns wartet. Der Kampf war als Mittel angegeben. Ich hoffe, das schaffen wir. Ich soll hier warten? Okay, dann warten wir hier. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann das gar nicht mehr. Ich habe jetzt so lange nicht mehr gespielt. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Schankedön, na dann. Kommen wir mal mit, gehen wir mal. Du hast gesagt, da hinten, am anderen Ende des Raums. Kann ich mit dir reden? Was für eine Nachricht? Wacht auf, weckt die anderen auf, schließt euch dem Kollektiv an. Ach komm, ey. Geh mir nicht auf den Keks. Okay. Alter, warum habt ihr denn hier alle Waffen, ey? Wir wollen doch hier einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ich meine, ich habe ja schon mal Spaß hier gehabt und aufgeräumt, aber ich finde, wir könnten dazu ein bisschen netter sein. Krass! Wow! Salve, Caesar. Solltest du nicht eine Wiege zusammenbauen oder so? Stichtag ist morgen. Ab noch Zeit. Okay. Cool. Rhino, trainierst du fleißig? Das nächste Mal wische ich den Boden mit dir. Wart's ab. Okay. Das hört sich mal nett an. Hat er gerade geiles Stück zu mir gesagt? Ach, da sind sie. Sieh an, meine beiden Lieblingszwillinge. Wie läuft's, Jungs? Ich Zwillinge! Ich bin nur ich! Mir geht's gut. Danke. Ihr seid gestört, ihr zwei Sweeties. Ihr seid echt gestört. Hi, Vic! Vic, was machst du denn hier? Was denkst du denn? Ich bin hier, um den Kampf des Jahres zu sehen. Die ganze Stadt redet davon. Enttäusch mich nicht. Hörst du? Ich gebe mein Bestes, Lieblings-Ripper Dog. Autogramme gebe ich erst nach dem Kampf. Also, ich betrink mich nach einem Sieg lieber. Moment mal, halt! Du bist wie? Wenn du nach dem Kampf noch was machst, dann höchstens deine Einzelteile in der Notaufnahme abholen. Ich bin kein gewöhnliches Ringfutter.
Dass ich nicht lache. Ein Treffer und du rollst dich winselnd auf dem Boden zusammen. Mein Ringrekord liegt bei 74 Siegen und 0 Niederlagen. Davon 20 K.O.s. Und so wie du aussiehst, wirst du K.O. Nummer 21. Okay. Was macht ein Schwergewicht-Champ hier unter Amateuren? Geldprobleme zu Hause? Im Gegenteil. Ich hab so viel, ich weiß nicht wohin damit. Das ist mein Problem. Hab ganz unten angefangen. Jetzt bin ich zu weit oben. Meine Fans spüren das. Ich muss ihnen beweisen, dass in mir noch das dreckige Street-Kid von damals steckt. Und du? Du hast einfach nur Pech. Das dreckige Street-Kid? Mit dem Arsch auf dem Ledersofa in der VIP-Ecke? Hab schon überzeugendere Underdog-Stories gehört. Okay. Der ist crazy und creepy. Gut, haben wir jetzt hier noch irgendwen, mit dem wir quatschen können, den wir kennen? Nee, ne? Der Ring sieht ein bisschen... Schön, dich zu sehen. Hi, Fred. Und? Was jetzt? Was jetzt, sagt sie. Der Titelkampf. Du trittst gegen Razor Hughes an. Schon von ihm gehört, oder? Hab ihn getroffen. Weiß nicht, was größer ist. Sein Bizeps oder sein Ego? Überrascht dich das? Er ist dreimaliger Schwergewichtschampion. Habe ich überhaupt eine Chance? Ha, gute Frage. Du bist gut, Vee. Sehr gut. Aber dieser Typ ist eine Maschine. Carbonfasch, Titanknochen, Hydraulikgelenke. Optimiert von den besten Biotechnikern in Night City. Weiß nicht. Vielleicht hat Victor ein paar Tipps und Tricks. Aber ganz ehrlich, sieht schlecht für dich aus. Und vielleicht ist das besser so, verstehst du? Wenn Razor eh gewinnt, dann kannst du genauso gut was daran verdienen, oder? Ah, ich verstehe, glaube ich. Gut, lass hören. Nein, nicht hier. Zu viele neugierige Ohren. Komm mal mit. Dir jetzt sagen. Muss zwischen uns bleiben, klar? Ja. Komm zur Sache. Worum geht's? Also ich ahne wirklich, worum es geht, aber ich lasse mich mal überraschen. Also gut, ich weiß, dass Sport eigentlich fair sein sollte. Aber das Leben ist es nicht. Habe ich recht? Mhm. Razors Manager will, dass die ganze Stadt davon hört, was für Schmerzen sein großer Star im Ring verursacht. Mein Vorschlag. Hau ein paar Mal daneben. Lass dich treffen. Und mach's dir dann auf dem Boden gemütlich. Wie viel? Sehr viel. Mehr als bei einem Sieg. Oh, okay. Was sollen wir tun? Oh Mann, ich weiß nicht. Das ist voll die schwere Entscheidung. Also ich hätte, würde das lieber machen, als unser Leben zu riskieren. Ich überlege gerade. Wir speichern mal kurz. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht so machen, dass wir das erstmal Nein sagen, dass wir vielleicht gewinnen. Ich glaube zwar nicht, dass wir gewinnen. Falls wir nicht gewinnen, werde ich den Spielstand neu laden und werde dann zu ihm sagen, ich mache das. Ich hoffe, das ist ein Deal für euch, aber ich möchte das gerne ausprobieren. Jeder hat einen Preis. Mein kannst du nicht zahlen. Ist dein Arsch, der versucht wird. Deine Entscheidung. Nur ziemlich dumm. Komm, lass uns zurück, ehe jemand misstrauisch wird. Ja. Ich finde es immer noch crazy. Hey, können wir reden? Dauert nicht lang. Versprochen. Klar. Klar, was gibt's? Nicht was, sondern wer? Razor. Dad hat mal gegen ihn gekämpft. Damals, als Razor gerade angefangen hat. Mein Dad ging in Runde 3 K.O. Der Kampf wurde beendet. Aber Razor hat ihn weitergeschlagen. Noch 3 Minuten lang. Er hat überlebt, aber... Verstehe. Geht die Geschichte noch lang? Nein. Sie ist zu Ende. Wie mein altes Leben. Und mein jetziges. Ich will nur, dass Razor seine gerechte Strafe kriegt.
Er soll sich fühlen wie mein Dad damals. Dafür werde ich sorgen, Kleine. Danke. Ich drück dir die Daumen. Okay. Ja, also ich kann sie tatsächlich verstehen. Okay, kann Vic vielleicht nochmal kurz... Können wir nochmal mit Vic schnacken? Hast du noch irgendwas? Nee, okay. Was? Eine Runde. Dann wirst du mir die Füße küssen und um Gnade flehen. Okay, also, wollen wir? Ja, ja. Ich bin bereit. Ah, oh, okay. Ich eigentlich nicht, aber... Meine Damen und Herren! Aufgepasst, Night City! Zeit für das Schwergewichtsfinale! Heute treten gegeneinander an! Razor, you! Und wie! Großen Applaus! Na los, in eure Ecken! Oh Gott, ich werde so sterben, Leute. Oh, Vic, rette mich! Hey, wie fühlst du dich so kurz vorm Kampf? Kacke, genau, das wollte ich sagen. Ganz ehrlich, mir ist schlecht. Ja, ist ein harter Gegner. Aber niemand ist unbesiegbar. Nicht mal er. Was meinst du? Der Typ ist eine Maschine, buchstäblich. Nanofiber Real Skin, Schockabsorber. Der spürt nicht mal einen Schlag auf den Kopf mit einem Fleischklopfer. Echt aufmunternd. Lass mich ausreden. Er hat eine Schwäche. Vor einer Woche hat er sich Bauchmuskeln austauschen lassen. Die hat sein Körper noch nicht voll integriert. Wenn du ihn da triffst, wird es sehr wehtun. Danke, Vic. Ich werde dran denken. Mach endlich! Okay. Fangen wir schon an. Ob wir das schaffen, seine Bauchmuskeln zu treffen? Tja. Dein Bauch! Triff ihn in den Bauch! Wie kann ich ihn denn in seinen Bauch treffen? Wie kann ich denn... Wie kann ich ihn denn in seinen Bauch treffen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich gerade so einen God-Mode, Alter? Das war's. What? Der Kampf ist aus. Hä? Der Titel und Preis. Wieso? Razor Youth, euer Champion. War echt ein Vergnügen. Willst du dir ein Sansa? Hä? Ich könnte dich an die Decke ketten. Beenden, was ich angefangen habe. Kommt drauf an. Muss ich mir dabei die ganze Zeit dein dummes Gelaber anhören oder hältst du die Klappe? Der Kampf ist vorbei. Wir müssen reden. Okay, ich höre mir das jetzt einmal ganz kurz an. Wie hätte ich ihn denn seine Bauchmuskeln treffen sollen? Das hätte mir jetzt mal kurz jemand erklären sollen. Ich kann doch nicht auf. Also, ich kann doch nicht zielen damit. Hä, vor allen Dingen, ich bin doch gleich zu Boden gegangen. Ich check's nicht, Leute. Ich check's einfach nicht. Oh, jetzt will er wieder mit mir in die Ecke laufen, ey. Sein Ernst? Willst du jetzt? Bin froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Hier, dein Anteil. Okay. Ich hab mir jeden Annie hart verdient. Mein Gott, dieser Razor. Was für ein Stück Scheiße. Ja, das ist er. Aber er ist, wo er ist. Und er hat, was er hat. Vergiss ihn einfach. Am Ende zählen nur die Eddies. Und davon hast du jetzt eine ganze Menge. Und mich ärgert das, weil ich das für das Kind nicht so machen konnte. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich ihm quasi in die Bauchmuskeln treten soll. Also schlagen soll. Das geht doch eh nicht, oder? Also hätte das irgendwie... Na egal. Okay, so. Next Plan. Was machen wir? Wir haben ja gesagt, wir machen hier nur Missionen, Nebenmissionen. Wir gucken mal, das ist hoch, das ist ein Auto. Ein Auto, das ist auch hoch. Genau, hier hatten wir die beiden, Mittel und hoch.
Das will ich aber dann nicht machen. Hoch. Sehr hoch. Okay, Auto. Auto, hoch. Hoch, Mittel, I fought the law. Achso, das ist die eine Nebenmission. Aha. 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 Okay. Okay, Nebenaufträge, Nebenmission. Das können wir machen. Das ist hoch, das ist Mittel. Ja, dann machen wir erstmal die, würde ich sagen, oder? Ja, hier sind noch ein paar mehr. Wo sind wir denn dichter dran? Gucken jetzt erst nochmal hier, würde ich sagen. Ach komm, dann machen wir die. Die da. Das finde ich gut. Machen wir das. Okay. Sorry, Kleine, ey. Es tut mir echt leid. Wieso wird mir das jetzt immer noch angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir verschwinden jetzt hier einfach. Ich habe keine Lust mehr. Das nervt mich ein bisschen. Okay. Wo führt es mich lang? Ich habe keine Ahnung. Okay. Na gut, dann gehen wir so raus. Hab nicht verstanden, was es tun wollte, aber okay. So, wir holen uns mal unser Moped, weil das ist doch ein bisschen weiter zu fahren. Wieso kann ich mein Auto nicht holen? Hä? Why is it like this? Das stört mich gerade. Wieso kann ich... Wieso geht das nicht? Okay, warum steht da oben immer noch die Anzeige? Okay, ich lade einmal eben schnell neu. Damit es sich hier... Vielleicht berappelt sich das dann ja mit dem Auto. Wir testen das einfach mal. Okay, so, hier bin ich wieder. Und wir haben von Claire eine neue Nachricht bekommen nach dem Neuladen. Ich bin's. Hört zu, das nächste Rennen ist in meiner Hood, also muss ich den Leuten da echt zeigen, dass ich nicht nur eine große Klappe habe. Wir treffen uns, Brandon, Ecke, Volesen, Volesen, ruf an, wenn du da bist. Claro, Claire, die machen wir fertig. Ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Okay. Gut. Nein, das möchte ich jetzt aber nicht. Ich habe Karte. Was ist das? Ach so, das ist die... Nee, das wollte ich doch nicht. So, wir kommen kurz. Missionen, die wollten wir machen. Die. Okay. Leider kann ich trotzdem kein Auto rufen. Ich weiß nicht, warum, also laufen wir. Finde ich etwas sehr merkwürdig, warum ich gerade keins meiner Fahrzeuge rufen kann. Jetzt muss ich hier irgendwie 2 Kilometer rennen. Ich verstehe es nicht. Jetzt, ach, weil ich da unten war, okay. Gut, dann laufen wir jetzt hier erstmal raus. Anscheinend konnte ich da unten einfach kein Auto. Aber ich konnte doch beim letzten Mal da unten auch was rufen. Egal, okay. Stopp. Was rufe ich denn gerade zu mir? Ich möchte gern das rufen. Jetzt kommen wieder beide, ne? Ah, jetzt stehen sie da beide. Wie süß. Jetzt kann ich mir eins aussuchen. Das ist die Apollo, die nehmen wir nicht. Wir nehmen das. Wir nehmen Jackies Bike. In Gedenken an unseren Chumba Jackie. Okay. Vor allen Dingen, weil ich es auch einfach für die Stadt tatsächlich viel cooler finde. Deshalb, das Bike von Scorpion, das Apollo, ist auch mega cool, aber das finde ich halt tatsächlich... Was? Ich habe da eine Nummer von einem Kumpel bekommen, der meinte, wäre es gut, wenn das wirklich stimmt, habe ich einen Job für dich. Ruf an, wenn du Interesse hast. Okay, ja, das werde ich tun, wer auch immer du bist. Wir kriegen immer mehr Missionen. Ah, das freut mich. Ich habe auch gerade echt wieder... Ich hatte eine Zeit, wo ich einfach wirklich keinen Bock mehr hatte, das Spiel zu spielen. Und war dann ganz froh, dass ich so viel vorproduziere bei dem Spiel, dass ich das ohne Probleme auch einfach mal ruhen lassen konnte. Und jetzt wieder voll im Elan und Lust wieder anfange. Ich habe in der Zeit hammer viel Minecraft gespielt und Zelda und so. Also ich habe mich auf meiner Switch ein bisschen ausgetobt und so für mich einfach völlig entspannt. Und jetzt habe ich halt auch wieder echt Bock auf Cyberpunk. Deswegen passt das gerade ganz gut. Ich denke, es ist halt aber auch irgendwann so, wenn man... Also ich meine, das ist ja so ein sehr weitläufiges Spiel. Und ich glaube, irgendwann ist man einfach mal eine Zeit lang wirklich übersättigt davon.
Vorsicht, aus dem Weg. Und dann muss man es, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen liegen lassen. Und deswegen finde ich das, also ist es für mich immer ganz gut, dass ich vorproduziere. So, wir parken kurz hier. Dann habe ich nämlich nicht so das Problem damit, sondern kann tatsächlich einfach dann auch Pause machen, wenn es mir reicht. So, und jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Okay, Placid. Was? Du solltest vorsichtig sein. What? Was? Okay. Habe einen neuen Job für dich. Du sollst bei Cytec einbrechen und Designs klauen, die einer gewissen Rihanna Kumar gehören. Und Überraschung, Kundin ist sie selbst. Du musst die Sache clever angehen, also sieh dir die Infos ganz genau an. Mhm. Dann zeig ich mal her. Okay, Kleptomanie. Rihanna Kumars Cytec-Forschungsunterlagen beschaffen. Cytec-Fabrik Olivier Street. Details. Rihanna Kumar war eine der Top-Ingenieurin von Cytec. Sie lebte in einem luxuriösen Haus, aß Echtfleisch, echt, das hört sich so kacke an, Echtfleisch und blickte herab auf die Armen. All die Untergeordneten der Konzerne. Doch dann verstrickte sich die Handlung ihres kleinen Märchenlebens auf einmal. Cytec stellte ihre Welt auf den Kopf. Kein Haus mehr, kein Fleisch mehr. Dafür brandneue Einblicke in die Welt. Der Arm von der anderen Seite des Zauns aus. Sie hat uns kontaktiert, damit wir ihr helfen, eine Abfindung herauszuschlagen. Brich in die Cytec-Fabrik ein und klaue die Daten vom Projekt, an dem unsere arme, geschundene Klientin gearbeitet hat. Damit sie aus den Trümmern ihres Lebens emporsteigt und nach den Sternen und einer neuen Karriere greifen kann. Scheiße, an mir ist ein Dichter verloren gegangen. Wie dem auch sei, das Wichtigste ist, dass sie uns für die Sache bezahlt. Viel Spaß. Okay, also da müssen wir irgendwas... Krass, 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 was für ein Kampf, was für eine Show, du bist eine Legende, danke, wie, hä? Okay. Okay, wir müssen hier irgendwie rein. Okay. Also ich denke, dass wir da von der anderen Seite vielleicht ran müssen. Ich guck mal, was uns hier der Laufweg vorschlägt, nachdem er uns erst dahin geschickt hat. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hallo Bikey. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal eine Kamera. Vielleicht können wir die ja schon mal scannen. Und wir breachen mal und dann will ich mal in die Kamera rein, würde ich sagen. Okay. So, jetzt müssen wir mal schlau da rangehen. So. Ja, ich hab's verkackt. Ist halt so. Okay, aber auf jeden Fall sind die Kameras schon mal stillgelegt. Das ist schon mal nicht. Ach ja, guck mal, da oben. Ich habe meine Anzeige wieder. Ich lebe wieder. Ich hab wieder Leben. Okay. Gut. So, wer seid ihr? Du bist einer. Du, dich markieren wir auch mal. Dich markieren wir. So kann ich euch nicht markieren. Dich. Hallo. Markier. Markieren. Du hast eine Cyberpsychose. Ach so, nee. Okay. Da ist noch irgendwo einer. Da. Okay, vielleicht komme ich. Sind ein paar mehr da drin auch noch. Ach, das ist der Typ. Okay, vielleicht komme ich ja hier.
Mal gucken. Entschuldigt, dass ich gerade so still bin. Aber ich versuche gerade einfach mein Glück. Kann man die Tür bitte schließen? Ich würde sie auch gerne schließen. Danke. Okay. Gut. Vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwie durch. Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz. Können wir es kurz lesen? Steht irgendwas Wichtiges drin? Nö. Okay. Dann kann ich hier nicht ran. Ach, shit, ne. Und niemand wird was merken, weil irgendwer deinen Platz einnimmt. Der bestimmt sogar aussieht wie du. Heute war aber schon besser. Bist du? Ach, du bist eine Kamera, okay. Danke. Kann ich den? Ah, doch, kann ich. Tatsächlich. Okay, was ist das? Sieht? Hocken. Und nicht tödlich. Okay. Weg ist er. Sehr gut. Das nehmen wir einmal alles mit. Die nehmen wir auch mit. Ich muss unbedingt nachher mal wieder mein Inventar irgendwie leer machen. Okay. So, langsam. Da ist ein Typ. Um die Ecke, ne? Möglich. Da unten. Okay. Alter, was stöhnt denn hier eigentlich schon wieder so rum? Das ist die. Achso, das sind hier diese Werbungsdinger, ne? Okay, hier können wir auf jeden Fall auch noch was mitnehmen. Machen wir auch direkt. An den kann ich nicht ran. Okay. Wir haben hier, glaube ich, keinen großen Rechner, an den ich ran kann. Das ist irgendwas Cooles, ne? Das. Den nehmen wir mit, die Eddies. Okay. Huch. Da ist auf jeden Fall was. Hallo, ich hätte dich gerne. Danke. Anscheinend nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Sehr gut, das war sehr gut, dass man hier in diese verschlossenen Räume reingeht. Ordentlich, ordentlich. Wir nehmen das alles mit. Das nehmen wir mit. Dich nehmen wir auch mit. Hier, und du bist, glaube ich, das Beste vom Besten. Ich nehme mit. Dich brauchen wir anscheinend nicht. So, ich glaube, das war's hier in diesem Raum. Okay, sehr gut. So. Hey, bisher läuft es ganz gut. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Okay, da vorne. Die würde ich halt gerne einmal kalt machen. Hier komme ich gar nicht durch, ne? Hm. Man darf sich halt nur nicht umdrehen. Okay. Oh oh.
Oh oh. Oh oh, die Kameras sind wieder an. Okay, dann müssen wir es einmal ganz kurz benutzen. Dateien, Privatnotiz. Ja, das Team ist bereit. Okay, Code-Optimierung. Okay. Dann stehen wir jetzt die Daten. Oh Gott, die Kamera. Bitte, 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 bitte. Seh mich nicht, seh mich nicht, seh mich nicht, seh mich nicht. Okay. Das mit den Kameras, da ist sie. Ausschalten. Tschüss. Okay, was haben wir? Daten sind angekommen. Danke, mach dich aus dem Staub. Ich gebe mein Bestes. Okay, wir versuchen einfach den safen Weg wieder zurückzunehmen. Der war nämlich gar nicht so schlecht. Oh. Okay. Ist gerade umgedreht? Perfekt. Mitnehmen? Ne, kann ich immer noch nicht mitnehmen. Okay. Okay. Gerade eben hat uns folgende Einmeldung erreicht. Ein Kampf. Endlich gehst du ran. Ich hab's dir doch schon gesagt, sobald mein Gehalt kommt. Ja, nicht vorhin woanders? Ne, ich bin schon hier. Die Überlebenden des Absturzes. Ach ja, als würden die dich bezahlen, wenn du 10 Tage halbtot im Bettraum hängst. Ne, ich bin vorhin woanders lang gekommen. Hä? Also ich... Zu den geplanten Veranstaltungen gehören Anime Brain Dancers, eine Konzertreihe mit der meisten... Hier bin ich. Nee. Hä? Das ist voll komisch. Der Ausgang ist jetzt ganz anders, als er vorhin war. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Oh. Okay. Kiste, da verstecke ich dich. Bin ich hier nicht los? Das ist gar nicht so doof. Okay, das nehmen wir mit. Dann versuche ich hier den Verschwinden. Oh. Weil, ey, von wo bin ich denn vorhin gekommen? Von da drüben oder nicht? Da ist auf jeden Fall noch eine Kamera. Die schalten wir aus. So. Uah. Nein, geh doch da nicht lang. Geh doch da nicht lang. Geh doch da nicht lang. Oh, da ist ja auch noch eine Kamera. Vorhin von hier gekommen? Das ist so crazy, weil ich doch hier bin ich lang, ne? Aber ich bin doch da vorne rein. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin vorhin von hier gekommen. Tatsache. Oh, der Typ da drin muss weg. Der da. Der muss weg. Dreh dich um. Verdammt. Die ist noch umgepolt.
Nach solchen Jobs denke ich oft, Scheiße, bin ich froh, dass ich Wie habe. Mach schön weiter so. Job erledigt. Danke, ich habe mein Bestes gegeben. Ach Gott, sind wir gut, ey. Das war gut. Ich habe nur den Eimer ganz kurz britzeln müssen, damit wir da rauskommen, dass er uns nicht sieht, dass er abgelenkt ist. Aber ich fand, das war echt gut. Wollen wir die gleich mitmachen hier? Ich finde schon, oder? Die ist ja quasi gleich um die Ecke. Na, guck mal, was das ist, was da auf uns wartet. Ich renne da jetzt einfach hin. Oh, ist ein Cyberpsycho. Hey, es gab scheinbar ein Blutbad in einem Obdachlosenlager. Ich schicke dir mal die Infos, aber viel habe ich nicht. Wahrscheinlich war das ein Cyberpsycho. Lass ihn bitte am Leben, okay? Wie immer. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir mal, was hier geschehen ist. Keine Reaktion, kein Puls, schwerer Blutverlust durch mehrere Fleischwunden. Okay. Okay, es würde mich echt wundern, wenn das ein Cyberpsycho war. Vielleicht steckt ein Netrunner dahinter. Ein Angriff aus der Entfernung wäre denkbar. Aber was soll der dann in einer Pennerunterkunft in Arroyo suchen? Irgendwas stimmt hier nicht. Schau mal vorbei und guck es dir an. Ja, das machen wir ja schon. Okay. Jetzt zieh mal lieber meine Waffe. Haben wir jetzt nur die eine Leiche hier? Das finde ich merkwürdig. Okay. Da hinten ist noch was. Ah, hier sieht es nicht so aus. Okay, wir versuchen mal den Krams damit zu nehmen. Okay, gib mir den mal. Wir bleiben mal vorsichtig. Versuch zumindest. Okay. Da ist noch was drin. Da sind auch noch Sachen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier mega viel Großes, Krasses, Tolles finden. Ich meine, das hier ist immer noch eine Obdachlosen-Geschichte. Aber ein bisschen was. Ein bisschen was finden wir hier zumindest. Okay. Das Sachen, die wir nachher wahrscheinlich noch verkaufen können. Okay. Ja, da müssen wir hin, da drüben. Ich will das nicht. Okay. Munition mitnehmen? Danke. Okay, was bist du? Au! Wow! Au! Oh shit! Oh shit! Ja, das... Oh, natürlich. Warum? Ich bin selber schuld, Leute. Ich bin selber schuld. Ich renne auch mitten neben die Fässer, die explodieren können. Okay. Ja. Aus Fehlern lernt man. Aus Fehlern lernt man. Okay. Also, ich werde gleich erstmal die Geschütztürme außer Gefecht setzen, wenn ich da rankomme. Aber hey. Oh, man findet sich zurecht. Grandios. Ich bin echt herrlich. Das war dumm. Anstatt vorher die Umgebung zu scannen, ne? Nein. Also, hab einmal kurz, aber hab nicht darauf geachtet, dass da Geschütztürme sind. Das war wieder ein blonder Moment. Grandios. Ganz, ganz toll, Sarina. Ganz, ganz toll. Na egal. Passiert. Passiert, passiert, passiert. War halt einfach dumm. Okay, fangen wir jetzt halt nochmal an. Okay, dich haben wir gescannt. Folgen tun wir die Mission sowieso schon. Dann holen wir jetzt einmal die Waffe raus. Wir lesen einmal die Nachricht. Check. Danke, Regina. Und dann gehen wir da jetzt mal auf den Weg. Wir sammeln hier die Sachen schön ein. War das eben auch schon? Nee, ne? Veteranenhelm. Sehr schön. Komm mit. Danke. Okay. Oh, vorhin war das noch nicht grün. Findet man hier immer andere Sachen? Das ist ja geil. Okay. 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 Da
Da sind sie auf jeden Fall drin. Wir breachen mal. Verringert die Speicherkosten. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Wo ist es denn? 1C. Das ist doch kacke. So, das passt. Ich muss das mal gucken gerade. Okay. So, bevor die Geschütztürme gleich auf mich losgehen, versuche ich erstmal mal ein bisschen was hier einzusammeln. Bam, bam. Ich möchte nicht. Keine Reaktion, kein Puls. Toter Obdachloser. Toter Obdachloser. Ausschalten. Und den würde ich auch gerne ausschalten. Sofort. Gut. Auch ich werde gehackt, dein Ernst. Ach komm, ey. Lauf, wie? Wieso kann ich mich denn nicht bewegen? Okay, wir verschieben das mal hier so ein bisschen. Okay, ich muss mal kurz ins Menü. War das hier? Ach ne, es ging anders. Ach Gott. Leute, ich bin lange schon raus, ne? Das ist gerade echt. Ich muss hier. Hier war das, ne? Genau. Splittergranate. Ich brauche irgendwas, was nicht tötet. Das könnten wir mal. Antipersonengranate. Nee. Nicht tödlich. Wir probieren die. Doch auf mich zu hacken, ey. Okay, komm ran hier. Sie lässt mich brennen. Du kannst mich doch gar nicht sehen. Doch nicht. Lüg doch nicht. Du versuchst mich doch schon wieder zu hacken. Okay, aber wir kriegen das hin, Leute. Und jetzt im zweiten Versuch auch gar nicht so schlecht. Sie ist schon relativ weit runter. Ich habe keine Munition mehr dafür. Ich brauche die, die ist nämlich nicht tödlich. Dafür habe ich auf jeden Fall noch deutlich mehr. Okay, Moment. Habe ich... Shit. Das ist aber, glaube ich, die, die nicht tödlich ist, ne? Ja. Mich nervt das, dass ich... Ach, shit. Jetzt muss ich nämlich dichter dran. Das ist doch kacke. Komm her auf, ey. Du kommst doch eh nicht an mich ran. Ich
glaube, das funktioniert ganz gut mit den EMP-Dingern. Schön, dass ich zu weit weggeflogen. Ja, das war's. Check! Okay, wir hauen uns hier mal ein bisschen was rein. Puh. So, gut. Und dann werden wir jetzt hier mal anfangen einzusammeln, bevor wir uns bei Regina melden, würde ich sagen. Weil wir müssen sie hier jetzt eh noch den Rest uns angucken. So, die können wir eigentlich wegstecken. Komm her. Okay. So, ich kann mal das jetzt ausziehen. Okay, da kommt nichts bei rum. Da ist auch nichts drin. Huch. Pistolenmunition. Den Splitter nehmen wir mit. Genau, du warst da, bei dir war nichts. So, das sammeln wir jetzt einmal das ein. Bei dir war auch nichts. Okay. Okay, auch nichts. So. Da ist aber auch nochmal Munition. Kann ich jetzt eigentlich dich mal nachladen? Ne. Die Hände. Wieso habe ich dafür keine Munition? Ey, das ist doch für ein Poppers. Skinny. Skinny, sage ich schon. Okay. Ja. Dich loote ich gleich. Lass mal gucken, ob ich doch hier noch irgendwas anderes finde. Da hinten war nämlich noch ein Splitter. Da. Okay, archiviertes Gespräch. Hey Toni. Stopp. Hey Toni, kannst du. Hallo, hör auf zu laufen. Kannst du mir mehr Zeug schicken? Bin gestern in der Wanne eingeschlafen und muss mir die Finger abgefroren haben. Hab nämlich null Gefühl drin, hab die ganze Valentino-Läden gescannt und ihn immer noch nicht gefunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Keine digitale Spur, kein gar nichts. Wirklich nichts? Hast du im Puppenhaus geguckt? Aber die Verteidigung ist Subnet echt gut. Sonst lass es halt einfach erstmal. Der kommt schon zurück, wenn er Heimweh hat. Vielleicht braucht er ein wenig seine Ruhe. Und sag nicht, ich hätte dir nicht von den Valentinos gewarnt. So sind die halt. Erst beteuern sie dir ihre ewige Liebe und am nächsten Tag verschwinden sie wortlos und du sitzt mit nichts als ein paar dreckigen Socken und einem Synthbraten in der Röhre da. Spar mir dies. Ich hab's dir doch gesagt, Gelaber. Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Das sind alles bloß Vorurteile und nur zu deiner Information, er wäscht seine Wäsche selbst. Hör mal, meine Finger sind so gut wie tot. Kannst du mir ein paar gute neue Implantate besorgen? Kein Problem. Entspann dich und ruh dich eine Runde aus. Ich kümmere mich drum, aber du musst mir versprechen, dass du erstmal ein wenig schlafen kannst. Lies die Nachrichten von Regina. Ja, gleich. Gleich! Gib mir erstmal deinen Scheiß. So. Dann, Regina, was hast du mir denn geschickt? Okay. Der Psycho war ein junger Runner, ich glaube. War ein junger Runner. Ich glaube, die hat eine Überdosis genommen und ist dann im letzten Moment abgehauen, damit sie nicht drinnen alleine verfault. Einer der Penner im Lager hat ihr Unterschlupf geboten, aber als sie aufgewacht ist, ist sie völlig ausgetickt. Dachte wohl, dass sie entführt wurden, dass sie entführt haben. Oder vielleicht hat sie gar nichts gedacht. Vielleicht hat sie nur ohrenbetäubendes Rauschen in ihren Ohren. Wie dem auch sei, sie ist ein Gewahrsam für deine mysteriöse Behandlung. Gucken wir mal, was sie darauf antwortet. Okay, es wird bestimmt nicht einfach, diese Entwicklung rückgängig zu machen, aber ich bin trotzdem froh, dass du sie nicht umgebracht hast. Mit etwas Hilfe findet sie vielleicht wieder zu sich. Okay. Schön, ja, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Und ein Levelaufstieg. Ich kann mich nicht entscheiden. Komm, wir machen mal Intelligenz. Na, stopp. Moment. Irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht in meinem Menü. Eigentlich müsste ich doch das hier lernen können. Dachte auch so. Oh Gott, das war schon so ewig, ja, Leute. Okay, was machen wir mit dem. Okay, 3 Minuten. Ist der Geschütz zum Shutdown? Data Mining verbessert das. Massenverwundbarkeit. Schaltet jemand Massenverwundbarkeit frei? Die psychische Resistenz aller Gegner. Okay. Verbessert den Demon, den habe ich auch noch nicht. Mit dem du Geschütztürme
3 Minuten lang verbündet stellen kann. Verbessert den Team in der Chance auf Zugungspunkte. Okay. Aha. Oh. Stopp. Quick Hacks, was war da? Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Den haben wir fertig. Felix, so Sachen 10% mehr Schaden. Neuralisieren als Ziel, das stellt sofort einen Speicherpunkt wieder her. Schaltet Schemata, für das er verringert die Kosten. Die Entfernung hat sich okay. Erhöht die Dauer. Verursachen mehr Schaden. Verringert die Geräte. Okay. Gucken wir mal bei Tech-Fähigkeit. Was haben wir da noch? Verringert den Schaden durch Explosion. Du kannst Drohnenmax und Drohnenmax. Okay. Granaten verursachen mehr Schaden. Vollgeladene Tech-Waffen. Erhöht die Aufladen-Multiplikator. Erhöht die kritische Trefferchance von Tech-Waffen. Verleiht Immunität gegen Stromschläge. Okay. Das hört sich gut an. Das nehmen wir mal, würde ich sagen. Wer weiß, wozu wir es brauchen können. Okay. Supi, 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 ihr Lieben. Gut. Dann haben wir es tatsächlich. Und ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle auch. Im nächsten Part werden wir weiter noch mit Nebenmissionen machen, denke ich. Also wir hatten ja beim letzten Mal, haben wir ja auch zwei Parts die Hauptstory weitergespielt. Jetzt mache ich noch einen Part Aufträge. Oh, da sollten wir vielleicht verschwinden. Ein Part noch Aufträge, was ich hier so... Also Nebenmissionen schriftlich Aufträge, was sich hier so ergibt. Und dann werden wir wieder in die regulären Nebenmissionen einsteigen und dann gucke ich mal, ob wir das so im Wechsel machen. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.